Ach ja. Ach, Kamera läuft. Hi, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Querschläger, dem etwas anderen Musikmagazin. Heute die Osterausgabe von 2023. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen. Und los geht's auch gleich mit einem Knaller. Da, wir waren nämlich voriges Jahr unterwegs, der Kai und ich, beim Chronicle Moschers, da durften wir filmen. Und der Knaller ist der junge Mann da oben, der jetzt mittlerweile auch schon 60 ist. Er hatte voriges Jahr Geburtstag. Der Onkel Tom, Angel Ripper von Sodom. Und Sodom haben da gespielt mit neuer Besetzung. Ja, drei neue Leute dabei, unter anderem auch wieder der Frank Blackfire. Der war ja in 90er Jahren schon mal. Und die haben ja einen Haufen Kracher. Hier habe ich mal so ein kleines Poster, was die alle schon rausgebracht haben hier an Platten. Und da haben die eine CD zusammengestellt in der neuen Besetzung und haben die wichtigsten Songs da nochmal rausgeholt und neu bearbeitet und in dieser tollen CD rausgehauen. Da sind sie. Wunderbar. Ja, und die haben wir mitgefilmt und guckt euch das mal an. Aber allerdings erstmal nur die Hälfte der Zeit, knapp eine halbe Stunde. Weil danach kommen dann noch ein paar andere Sachen. Da komme ich dann nochmal drauf hin. Ja, ich muss auch nochmal darauf hinweisen, ein Haufen Platten kam raus. Neues Zeug, Enslaved, wunderbares Teil. Insomnium kam raus, kann ich nur empfehlen. Und die spielen unter anderem dieses Jahr Ende Juni dann auch beim Full Force. Da ist Insomnium, Making the Gold Machine und ganz viel anderes Zeug, Gojira, aber auch dann Papa Roach, so ein paar Hardcore-Sachen. Trotzdem immer wieder empfehlenswert, geht da mal hin. Avatarium kam, wirklich gute Sachen. Ja, und jetzt kommt aber erstmal Sodom, nachher geht es noch weiter mit Sacrifier und Mosquito. Bis dahin erstmal tschüss und viel Spaß mit Onkel Tom. Und auf deinen 60. zum Wohl. Prost. Oh, ist noch zu, muss ich erstmal gucken. Bis dann. Down to this annoying hatred, down to
That's what you're doing! Ich weck aus sogar in Deutschland. Wie geht's euch? Uns geht's total super. Nach so vergangenen Jahren, hey, wo wir nur draußen abgehangen haben, zu Hause Scheiße gebaut haben, endlich wieder hier auf Tour bei euch. So, wenn wir jetzt die Gitarre haben hier, der. Da ist er. Der Song heißt Sodomoist. First up on this black shots, right to die on the field, but it is on the loose. Men might be adjusted, it's time to pick up in a way you waited for the dead man's shield. And the alas, the power parts, turn it forward, but I'll get right. Men might take up my oppression, raise up with the apparatus, and this is in my heart. And we credit to the grave, a brand don't be the disembodied, try to shift my ground. And the alas, the power parts, I'm satisfied. I'm satisfied. Sodomize. When I look into your face, I want you to next week my attitude left. If I make the money that I'm trying to live with, if I hate it from above, I'm your love. The power parts. Satisfied. My fucking death. Sodomize.
Wer quietscht denn da so? Ich liebe dich. Ich weiß, es ist schon spät, aber wir müssen uns noch einmal aufräumen, okay? Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Ja. Bevor ich das vergesse, hier der Knarren Heinz. Wir wollen uns ganz besonders nochmal an Herrn Bellof von Chronic und Moschers bedanken. Der hat das Ding so zusammengebaut, super geil geworden. Und es gab mal zwei, einer steht bei Frank zu Hause im Wohnzimmer. Der andere kommt demnächst kurzzeitig in ein Museum, danach wird er für guten Zweck versteigert. Ich brauche ein neues Auto. Agent fucking Orange!
waiting for the end. Stitching and dead or dying, and you're born self for death. Look at death from our generation, with a death and love transmission. Lowing for liberation, baffling with never believing in God. Agent Orange. Agent Orange. Agent Orange. Chronicle Marshals, seid ihr schon müde? Seid ihr schon müde? Seid ihr schon müde und rot? Are you tired and red? Thank you.
Absagen vor dem Feind, das geht down. Mit ausschreitenden Fällen blinkt, Gott entwickelt in aller Traum. Aber sie gehen um, jetzt geht man vor, weil dann auf mein Herz. I am the rage, my body shoot, in the glass of death. Deine Welt, du willst halt nur mit dem Ein. Deine Welt, stark und viel zu dran. Deine Welt, für mein Lust und Bier. Deine Welt, zu meiner Schwäche. Obwohl, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist auch nicht mehr meine Zeit jetzt. Eigentlich will ich schon in der Haie, in der Profe, aber so jung kommen wir nie wieder zusammen. Ja. Und wer weiß, was noch alle passiert in der nächsten Zeit. Die kommen irgendwann im Herbst wieder an oder irgendeine Kriegsscheiße. Wir wollen jetzt gar nicht über Politik reden, ich kann mich nur aufregen. Ja. Aber es ist wirklich alles scheiß gelaufen und jetzt muss besser werden. Und der Song heißt, das ist jetzt richtig ein bisschen wütender Song. Der Song heißt Conflict Fucking Ration. Yeah.
maternities, virus disease, ritual death. Maternities, virus disease, ritual death. Congregation, embracing the evil of all you want to represent, living destiny fears. Erase reality, kill the people in our theories. Change the rules to our comfort, what revolution is. Congregation, congregation. This one is called Trifugupression. Ach ja. Hi, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schöne Sachen. Da muss ich jetzt auch gleich nochmal drauf hinweisen. Nächste Woche vom 13. bis zum 15. ist das Ragnarok Festival in Lichtenfels. Ragnarok gibt es auch schon seit einer Weile. Hier ganz tolle Sachen haben die rausgebracht. Schönes Festival, unter anderem dabei Hypocrisy, Mannegarm, dabei Wolf Trend, Einherjahr, Türfing, lauter Kracher, Gräfwurm. Da gibt es noch ein paar Karten, habe ich gehört. Da gibt es auch einen Campingplatz und einen Schlafsaal. Also fahrt da nächste Woche hin, 13. bis zum 15. April. Wirklich gutes Zeugs. Ach Gott, was da alles spielt. Ja. Und wir machen jetzt aber weiter erstmal mit Sacrifier. Eine Band aus dem Fränkischen irgendwo, da sind Mitglieder von Disbelief und Warped. Die haben sich da mal zusammengeeint und haben die Band rausgebracht. Die machen so eine Art Gothic Metal, aber vom Feinsten. Also die Mitglieder, die da mitspielen, das ist ja auch Metal-Elite. Ja, da haben wir da auch mal ein bisschen was mitgefilmt. Schaut euch das mal an. Und bei der nächsten Sendung kommt dann der Sänger ja auch nochmal bei Warped, die haben wir auch mitgefilmt beim nächsten Mal. Aber jetzt kommt erstmal Sacrifier. Viel Spaß und los geht's. Endlich wieder Party! Wir scheißen auf die letzten 2 Jahre, oder? As if you never been existed. Thank you.
We'll be right back.
Hi, hallo, da sind wir wieder. Das war doch nicht schlecht, ne? Oder? Was da alles für Bands spielen. Im Juni ist ja 13. bis 16. Juni irgendwann auch wieder das Chronik im Moschers, aber die sind ja leider schon voll. Gibt es keine Karten mehr. Insomnium beim Pulvers, Avatarium einfach nur vom Feinsten. Und jetzt habe ich ja einen Haufen Utensilien liegen. Ey, das ist alles klar. Schöne Konzerte. Nehmen wir mal eins raus hier. Was ist das? Einfach mal hier. Oh, in Flammen. Kann ich jetzt hier nicht festmachen. In Flammen ist ja auch wieder im Juli mit ganz tollen Bands. Guckt da mal rein, was da die Karte kostet und fahrt da hin. Ich kenne mir Korps oder irgendwas ist da wieder ein Haufen. In Flammen in Torgau am Entenfang im Juli. Schaut da mal rein. Das tolle Dinger hier. Was soll ich da machen? Ich kann mir das gar nicht rauszupacken. Eins nehmen wir noch. Full Force. Ja, Slayer wie immer, Machine Head, Cannibal Corpse, einfach tolle Sachen. Da kann ich gar nicht mehr aufhören, mal gucken. Bulltrover. Eieieiei, das war noch die guten 90er. Und das beste Festival, eins der besten, neben In Flammen, gibt es ja auch noch. Partisan. Einfach mal nachgucken auf den Seiten, was ich alles habe hier. Tolle Sachen. Aber jetzt ist erstmal das Ragnarök dran. Fahrt da mal hin. Und nun noch viel Spaß mit Mosquito. Da muss ich noch was dazu sagen. Die gibt es ja auch schon eine ganze Ewigkeit, aus Mitte der 80er Jahre in der DDR gegründet. Hier aus dem Vogtland kommen die Jungs. Und da war ja zum Anfang noch der Olli Hippauf dabei und der Igor und ein Haufen Leute, die dann mal eine Pause gemacht hatten in den 90er Jahren. Dann haben sie sich wieder gegründet und 2003 ist der Olli dann nach zu Macbeth gegangen. Und hier dann immer mal ein anderer gesungen und die gibt es ja auch immer wieder. Die sind unverwüstlich, Mosquito, mit ihrer tollen Vergangenheit. Ja, und hier, wie gesagt, vom Chroniker Moschers ein paar Aufnahmen, mit zwei Kameras jetzt nur, aber trotzdem ansehenswert. Ist ja ein progressiver Death Metal, kompliziert gespielt, aber das sind halt Fachleute. Guckt euch das auch nochmal an. Viel Spaß dabei und dann sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder.
Und ja, jetzt kommt dann erstmal Ostern. Oster-Metal-Meeting in München. Und war wie gesagt nächste Woche Ragnarök. Fahrt dahin. Schlafsaal, alles dort, Campingplatz. Ja, und dann viel Spaß. Danke, Onkel Tom. Und viel Spaß dann noch. Also frohe Ostern. Weiter geht's, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Hallo Marschall! Far beneath the tomb. Marschall! Wo sind die Hände? Kajal! Vermisst. Endlich dürfen wir wieder. Nutzen wir es aus, solange wir noch können. Wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Also,
Wir machen aber weiter mit dem mit der sehr alten Nummer. Mit Sicherheit schon fast so alt wie ich. Nein. No Return! Schönes Wetter. Da muss ich doch mal den Becher erheben. Auf euch, auf uns,
auf dieses geile Festival. Prost! Oh, ich sehe schon, da geht noch was. Also, machen wir beim nächsten Mal. Ne? Ja, machen wir. So, jetzt seid ihr hoffentlich wach. State of the Rats. With those thoughts, cold stone.
Vielen Dank. Another to reason. The game is so dear. The team wears corpses. You're right.